Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Wildmander. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Und wir müssen noch die beiden Schriftrollen lesen, auch wenn es uns nicht wirklich was bringt. Ja, das mit den Pflanzen habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Gekreuzt hat sich hier auch nichts, wenn ich ehrlich bin. Aber hier lebt auch noch alles, lustigerweise. Also ein bisschen was hat sich ja gekreuzt, lustigerweise. Es gab ja so ein bisschen was, was wir Neues gesehen haben. Aber es war eher, glaube ich, Baum und Pflanze oder sowas, was sich gekreuzt hat. Wir hatten hier ja was hier zum Beispiel. Frische Waldorakelfeige, die sind definitiv neu. Und frische Waldeichel, die sind auch neu. Definitiv, aber sowas von. Frischer wilder Himmelsfackelbaum, definitiv neu. Das ist definitiv ein Hybrid. 100%. Oh, doch, violette Ahnenlinie, die sollten wir doch züchten. Wunderbar. Die war für eine Quest, die wir jetzt gemacht haben. Also für eine von den Geistern. Die würde ich jetzt auch gerne platzieren. Kersas Kreuzen hat funktioniert. Man darf vielleicht nicht ganz zu nah machen. Man sollte noch ein bisschen Luft dazwischen haben. Unreine Orakelfeige würde ich auch gerne mal platzieren. Ich weiß nicht, ob die was dann vergiftet oder ob die einfach normal wächst und einfach eine unreine Orakelfeige ist. Ich habe keine Ahnung. Uralter Andachtskiefer. Da geht's aber auch nicht gut. Braucht mehr Sonne. Ja, wir haben halt echt verdammt viele Bäume und so Sachen. Ne? Das ist schwierig, das jetzt irgendwie alles hier unterzubringen. Hast du irgendwelche schönen Mixe? Ich glaube, da ist nichts wirklich Neues dabei. So. Ja, aber hier würde ich alles nochmal schöner machen, wenn ich dann, wie gesagt, alleine spiele. Was gleich vielleicht auch passieren könnte, aber würde ich den Stream, glaube ich, einfach beenden und einfach ein bisschen noch alleine spielen. Weil das Problem halt ist, wenn ich jetzt anfangen würde, hier zu sitzen und alles umzubauen und sowas, ich wüsste nicht, worüber ich reden soll. Bin ich ehrlich mit euch, ich habe keine Ahnung. Wenn wir was zu tun haben, kann ich ein bisschen über das Spiel reden, was wir gerade so vorhaben und wo wir jetzt hingehen, aber wenn ich jetzt anfange, hier Gräben zu buddeln und Terraforming zu betreiben und tausende von Bäumen umzuplatzieren und sowas und dann noch mehr von diesen Dingern zu bauen, damit wir hier so Pflanzengefäße haben überall, damit wird es ein bisschen wie ein Garten wirken und Brücken zu bauen und Wände und keine Ahnung was. Bei Wänden habe ich das Problem, kann man in der Schwierigkeit das umstellen, kann man den Verschleiß ausstellen? Verderbsrate? Nee, das ist glaube ich Dingens, ne? Schaden durch Gefahren, Sturzschaden, Pflanzenwachstumsrate, Verderbnisausbreitung, Lebenspunkte, Wiederherstellung von Lebenspunkten, verursachter Schaden, giftige Nahrung, nee, Wiederherstellungsrate. Ach, Umgebung, doch, Umgebung, Verderbsrate. Aber kann das sein? Kann durchaus sein. Schaden durch Gefahren dann auch auf Null? Nee.
Ich weiß es nicht. Ich muss da mal gucken, wie ich das umstelle. Damit wir hier wirklich mal bauen können, damit das ein Bauspiel wird und nicht ein ich muss die ganze Zeit alles reparieren Spiel. Ich laufe allem hinterher und muss alles reparieren. Himmelblau und Blau hatten wir vorher aber noch nicht, ne? Blau ist neu. Wir hatten Himmelblau, glaube ich, vorher. Und wir haben jetzt ein Blaue daraus gezüchtet, scheinbar. Violette haben wir jetzt angepflanzt mittlerweile. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich die Blaue mal pflanzen kann. Und die Blaue irgendwie das Achievement weiter ausführt. Weil ich meine, wir haben übrigens auch 80% der Achievements des Spiels, glaube ich. Nee, Blau hatten wir scheinbar schon. Also wir sind so, wir haben tatsächlich fast 100% Let's Play daraus gemacht, aus dem Ding hier. Das ist schon, das war auch nicht geplant, das kann ich sagen. Sonst hätte es von Anfang an da gestanden, dass wir 100% machen. Es war nicht geplant, aber es ist halt einfach passiert. Ich meine, wir sind nicht bei 100%, also wir sind bei 80-90%, aber ey, immerhin. Immerhin. Ich würde gerne schlafen können. Ich muss die Zeit ein bisschen vorskippen können. Was machen die Frösche hier draußen? Schützende Eichel. Oha. Können wir erst nach Mitternacht ins Bett oder können wir jetzt gleich schon... Ich glaube, wir können erst nach Mitternacht, ne? Oder mal mittags und Mitternacht, ja. Okay. Schade eigentlich, wenn ich ehrlich bin, weil ich hätte mir gewünscht, dass das... naja, egal. Was ich mal ganz kurz ausprobieren wollte, weil wenn ich das jetzt nicht machen würde, dann würdet ihr irgendwann bestimmt auch mal sagen, du hast was verpasst, Potato, was man Cooles machen kann. Diese Steine, sammel die nur ein oder sprießt daraus auch Wasser? Kann ich das Wasser damit vergrößern? Ich muss gleich einmal lesen, aber ich muss auch Sandstein holen. Bevor ich das herstellen kann, muss ich eh Sandstein holen, also können wir eben ganz kurz ein bisschen Sandstein in unser Inventar packen. Das hier drin war, ne? Ne, hier drin. Ich meine, wir können überall mal rumgehen und die ganzen Quellen auf Max upgraden, ne? Das wäre auch eine Maßnahme. Quellstein, ein Stein, der mit der Macht eines Flussgeistes verzaubert wurde. Platziere ihn neben einer großen Quelle, um den Boden mehr Wasser zu entziehen. Achso, das heißt aber... Achso, das wird einfach hier dran gepackt, automatisch. Oder was? Ich kann den jetzt nicht irgendwie bewegen. Null von 14 verbleibende Quellsteine. Habe ich den jetzt im Inventar oder was? Ah, tatsächlich. Kann ich den jetzt zum Beispiel hier hinten platzieren, um hier mehr Wasser zu erzeugen? Keine verbundene Quelle steht da. Okay, wir sind zu weit weg. Und den können wir jetzt auch noch erwecken und erweitern. Okay. Ja, da kommt Wasser raus. Krass, dann können wir ja riesengroß das Ding machen hier alles. Das ist nice. Das gefällt mir gerade sehr gut. Da kann ich dann sehr viel arbeiten hier. Da können wir sehr krasse Flüsse bauen. Also ich werde so krass abgehen. Und 16 Quellsteine geht pro Quelle. Habe ich das gerade eben richtig gesehen? Oder ist das nur bei meiner Heimatquelle, dass das so viel ist? Und das ist ja krass. Wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, was da gerade stand, ich glaube, es stand 16 da. Aber
Aber wir können das übrigens mit dem anderen Werkzeug machen, was nicht ganz so schön ist, finde ich, weil es einfach nur ein Riss ist. Das muss man danach nochmal ein bisschen schöner machen. Aber es geht viel schneller, wie ihr seht. Aber das ist immer Entfernung von der Quelle, nicht von einem anderen Stein. Ich kann jetzt nicht noch den Stein nehmen und dann den Stein noch weiter wegplatzieren. Ne? Ich glaube, das ist dann die Limitierung, die man da hat. So. Hey Leute, ich bin ehrlich mit euch. Lasst uns das mal machen. Mit allen Quellen, was wir gerade gemacht haben. Also nicht die Quellsteine, sondern das Erweitern. Mit allen Quellen. Wir haben genug Ressourcen dafür. Wir müssten nur mal schauen, dass wir ein bisschen was jetzt in irgendwo hier reingepackt bekommen. Es ist grauenvoll. Das Inventar hier gerade, es ist alles grauenvoll, was das angeht. Alles, was mit Inventar zu tun hat, ist gerade grauenvoll, obwohl wir schon so großes Inventar haben. Ich würde mir echt wünschen, dass es nochmal eine doppelt so große Kiste gibt. Ich bin ehrlich, ich brauche noch mehr Platz. Ich brauche noch so viel mehr Platz. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, brauchen wir nur Feuersteine und Sandsteine, ne, um das zu upgraden. Ein bisschen aufpassen, dass das Ding hier nicht komplett ausrastet. Wir sollten es vielleicht nochmal bewegen. Vielleicht einfach hier reinsetzen. Erwecken ist Sandstein-Bergkristall. Ja, da brauchen wir dann auch noch. Nahrung brauchen wir. Verbundene Quellsteine, okay. Und da kann ich von dem Quellstein wirklich noch einen weiteren Quellstein verbinden. Und das ist das, was die meinen. Ich kann von dem jetzt nochmal 14 verbinden. Das wäre krass. Wir machen jetzt nochmal einen richtig krass weiten Riss, ne? Wir gehen jetzt richtig weit raus. Aus dem einfachen Grund, weil da jetzt sehr viel Wasser kommen wird. Das wird sehr viel Wasser. Wir müssen irgendwie Herr werden über diese Wassermassen. Ihr seht das schon, was das für ein Fluss wird hier. Alter Schwede. Hier steht jetzt eins von 14 verbundene Quellsteine. Gucken wir ganz kurz, was hier vorne steht. Eins von 14, okay, das ist also okay. Ich verstehe. Das heißt, 14 Stück war das Maximum. Aber ich frage mich halt gerade, ob das für jede der Quellen gilt. Was wir dann auch mitnehmen müssen, ist, war das Jade, ne? Ich glaube, wir werden dann noch Bernstein brauchen für die Quellen. Vielleicht brauchen wir noch Obsidian, wer weiß. So, jetzt haben wir aber, glaube ich, alles, was wir brauchen, ne? Ja, Essenz brauchen wir, glaube ich, auch ganz viel. Für meinen Plan. Potato Pet ist eine Kartoffel. Eine Kartoffel mit Plan. Oh ja, ich habe einen großen Plan. Alter, es fließt schon richtig weit darüber. Ich glaube, wir müssen da noch mehr buddeln, ne? Weil das ist zu steil nach oben. Ah, ja, das ist zu steil nach oben, aber vielleicht füllt es sich ja doch noch. Aber wenn es sich füllt, wenn es sich füllt, dann füllt sich das auch weiter hinten weiter auf, natürlich. Das wäre nicht so gut. Ich
weiß, dass das nicht schön aussieht, was ich hier gerade mache. Keine Sorge, falls ihr es in die Kommentare schreiben wollt. Potato sieht voll scheiße aus, was du da gerade machst. Ich weiß das, es geht nur darum, die Wassermassen erstmal irgendwie hinzuleiten. Ich würde das alles nochmal schöner machen, keine Sorge. Es kann natürlich sein, dass wenn wir dann das Display quasi pausieren, dass ihr ein paar Wochen nichts mehr davon seht. Aber dann wird es halt nur noch ein Part geben am Ende, vermutlich. Also wenn ich das so mache, mit denen, dass ich nochmal so ein bisschen alleine baue. Indem ich dann euch alles zeige, was ich gebaut habe. Das Ristding funktioniert nur nicht so gut. Wisst ihr, glaube ich, wie das besser funktioniert, wenn ich das hier mache? Wenn ich vorher hier ein Stück ein bisschen nach unten grabe. Und dann den Riss von hier aus starte, von hier unten. Da ist übrigens verdorbene Fläche. Ja, dann ist der Riss viel tiefer, den er zieht. Da ist verdorbener Boden. Oh mein Gott. Nicht mehr raus. Das habe ich gebaut. Aber jetzt hat das Ding wenigstens ein bisschen Platz, um... Eieiei, ich sehe das schon kaum gleich, dass alles überflutet. Hier ist auch noch verdorbener Boden. Ja, man kann ihn nicht wegbuddeln hier. Naja. Vielleicht hilft das Wasser ja ein bisschen, sonst muss ich halt nochmal Lebenstropfen holen und so Sachen. Okay, jetzt wollen wir mal losgehen. Oh, haben wir jetzt eigentlich... Ah, wir haben... Okay. Achso, wir können ja direkt hier zum Nachbarding gehen. Ah, nee, ah, ich hab noch was vergessen. Ah! Bergkristalle. Das ist ein Bergkristall am Hand nehmen. Den haben wir gerade eben schon eingesetzt und deswegen hatte ich nicht mehr im Kopf, weil wir ihn im Inventar hatten. Ich weiß nicht, wie viele wir im Inventar haben, deswegen nehme ich lieber noch mal ein paar mit. Es wird eh nicht klappen. Ach, Kupfer können wir vielleicht auch noch gebrauchen. Es wird eh nicht klappen, dass wir alle Quellen jetzt upgraden aufs Maximum, aber so ein bisschen einfach mal anfangen. Weil dann kann ich nämlich da mit den Maximum-Quellen auf jeden Fall einiges anstellen. Ich glaube, die haben wir schon aufs Maximum, oder? Quelle segnen können wir noch mit Uraltperle und Granit. Uraltperle und Granit. Okay, jetzt werden die Ressourcen, die wir brauchen, schon ein bisschen trickiger. Mein Problem bei den anderen Quellen ist übrigens, ja gut, ich kann die Frösche natürlich zu jeder Quelle bringen, ne? Ich glaube, ich kann die mitnehmen und dann zu einer anderen Quelle bringen. Aber es gibt halt nicht genug Frösche dafür, finde ich. Aber vielleicht bin ich einfach zu blind und es gibt super viele Frösche, die ich noch nicht gesehen habe. Ich meine, es gab einen Frosch, der mal angezeigt wurde. Aber nicht. Das ist nicht so viel. Ein Frosch. Ein Frosch ist nicht viel. Würde ich behaupten. Wir haben nur 3 Uraltperlen. Das ist ein bisschen wenig. Zugegeben. Finden tun wir die, glaube ich, in der Salztonebene. Oder wenn wir in den. Oh, das wird echt. Da müssen wir nochmal ein bisschen buddeln gehen, ne? 3 Quellen können wir jetzt auf Maximum bringen, nehme ich an. Aber hey, es ist ein Anfang. Und hier können wir 8 Stück verbinden, okay. Also an den normalen Quellen kann man nochmal 8 Stück verbinden. Ups. Nein? Das Spiel ist manchmal komisch, das mache ich nicht, ich drücke nicht nach oben, ne? Das Spiel macht einfach, das wählt einfach das Ding da oben aus. Ich glaube, in der Maus ist es halt besser, weil ich einfach nur hier, ach ne, ich muss sogar E drücken, okay. Aber jetzt kann ich mit der Maus drüber bleiben, da kann ich glaube ich immer E drücken, ne? Ja. So, jetzt kommt hier aber viel Wasser. Oha, wir haben Überflutung. Aber sowas von Überflutung. Oh ja.
Wir haben sehr viel Wasser. Wenn wir hier wiederkommen, ich sag euch, alles wird überflutet sein. Ich weiß das jetzt schon. Aber wisst ihr, welche Quelle ich am liebsten upgraden möchte? Ach, ihr wisst das ganz bestimmt schon. Ihr seid clever. Ihr seid clever, Toffels. Ihr wisst ganz genau, welche Quelle das wird. Die da hinten nicht, nee, die interessiert mich nicht. Eigentlich interessiert die mich nicht. Die einzige, die mich wirklich interessiert, ist die, die oben am Berg ist. Die interessiert mich mit dem Wasserfall. Das ist das, was mich wirklich interessiert. Die da oben. War das die? Ich glaube schon. Ja. Die zu upgraden, das interessiert mich sehr. Die da sogar schon ein Stück nach hier hinten fließt, um dann da hinten als Wasserfall runterzugehen. Ups. Ich frage mich, ob die Distanz vom Quellstein Luftlinie ist oder ob das nur XY halt ist und die Höhe unentscheidend ist. Weil dann können wir nämlich doch noch unseren Wasserfall bei unserer Hauptquelle machen. So, wenn wir hier wiederkommen irgendwann demnächst. Eieieiei. Das wird ein sexy Wasserfall. Nice. Können wir eigentlich in der Salzton-Ebene dann alles... alles füllen, die Gänge dazwischen, wenn wir genug Quellstellen und sowas platzieren, bestimmt, oder? Aber das Problem ist, wir kommen nicht mal an die Ressourcen dann unten dran, ne? Aber es sieht schon cool aus, oder? Also optisch wird da schon einiges hermachen. Ich muss halt nur gucken, dass ich dann, bevor ich das mache, muss ich alle Ressourcen daraus 1000-mal einsammeln und in Kisten packen, sodass wir dann 50.000 von den Ressourcen haben und nie wieder die Ressourcen brauchen, die hier drin sind. Weil wenn das hier alles voll mit Wasser wäre, das sähe schon ziemlich nice aus. Das hätte schon was. Was ich natürlich noch anbieten könnte, wäre so ein... es gibt ja diese 100 Tage in Blabla, ne? Und dass ich das so ein bisschen als Tagebuch mache. Ich könnte das alles aufnehmen, was ich spiele, aber nicht dazu sprechen und einfach nur den Sound und das Spiel einfach aufnehmen. Und dann am Ende halt das alles zusammenschneiden und ein kleines Tagebuch daraus machen, was ich so alles erledigt habe. Ich weiß nicht, wie spannend das ist, wenn ich dann irgendwie erwähne, ja, wir sind jetzt hier 50 Stunden lang... in dem Wüstending rumgegangen, um die Ressourcen zu sammeln, damit wir das hier alles fluten können. Ich weiß nicht, wie interessant das dann wäre, wenn ich sowas machen würde. Das ist mein Problem. Ich glaube, dass hier die uralten Perlen nicht waren. Ich glaube, die uralten Perlen waren in der Nähe von den Schiffen und in der Nähe von irgendwelchen Ständen und sowas. Hier waren die, glaube ich, die uralten Perlen, ne? Was Sinn ergibt, weil das waren vermutlich Handelsschiffe und deswegen haben die hier Glas, festliche Kuchen und so Sachen. Ach stimmt, mit denen haben wir noch gar nicht geschaut, was hier mit denen ist, ne? Das ist auch noch so ein Ding, was wir noch erledigen müssen. Wo ist denn das andere Tier? Wir hätten noch zwei. Das ist der eine. Der eine hat uns ja fleißig geholfen. Das war ja der beste Junge aller Zeiten hier, der uns geholfen hat. Aber wo ist denn seine Frau jetzt?
Oder andersrum. Vielleicht ist das ja ein Weibchen und das andere war der Kerl, aber ich nehme an, dass es ein Weibchen und Männchen ist. Ich habe keine Ahnung von der Anatomie von Riesensandkrabben. Ich habe keine Ahnung von dem. Aber ihr wisst, was ich meine. Wo ist denn das Tier hin? Schade, dass es noch nicht hier ist. Das ist auch wieder so eine verpasste Chance. Das sind so Kleinigkeiten halt, die mich stören. Ne? So Kleinigkeiten, die natürlich auch schon Arbeit sind, den umzusetzen, aber wo man halt merkt, dass es nicht den ganzen Weg gegangen ist, das Spiel. Was mit einem höheren Budget halt hätte anders aussehen können. Und das ist halt schade, weil ich hätte mir gewünscht, dass die vielleicht irgendjemanden haben, der mehr Budget geben kann. Oder ja, mehr Budget, damit das Team größer ist. Damit man noch ein bisschen mehr daraus hätte machen können. Aber ich bin sehr, sehr optimistisch. Wenn ich jemals irgendwann E3 gucke oder was auch immer und Wholesome Direct oder was weiß ich, und da drin kommt dann auf einmal vor hier von wegen, oh, Wildmander 2, glaubt mir, ich bin sowas von Tag 1 dabei. Aber sowas von Tag 1. Ah ne, die Perlen waren, glaube ich, am Wasser gelegen, oder? Kann das sein? Wir haben zwei alte Perlen gefunden gerade, okay. Wir müssen den festlichen Kuchen liegen lassen. Todsünde, ich weiß. Aber wir haben einfach zu viel festlichen Kuchen. Hier gibt es auch nichts zu entdecken, wenn wir hier. Was? Achso, das war. Nur das Minimap-Icon. Nee, zu entdecken gibt es hier nichts. Oha, wie viel wir hier abbauen können. Ob hier vielleicht auch Perlen dabei sind? Ich glaube aber nicht, oder? Jade, Bergkristalle, ja, alles nice, aber keine Perlen sind ja auch nichts, was man aus Steinen bekommt, eher was man aus dem Strand bekommt, von Muscheln und so. Das werden wir hier nicht finden, denke ich. Oder halt das Handelsgut in den Schiffen. Ja, da waren wir schon, da haben wir schon eine uralte Perle. Nochmal zwei. Ich meine, es wird ja langsam, ne? Wir sammeln ja schon ein paar. Ist jetzt nicht so, dass wir keine mehr haben. Wir haben jetzt schon einige im Inventar, glaube ich. 10 Stück oder was? 8. Oh. So, jetzt haben wir aber 10 Stück oder so. Ja gut, dann lass mal ganz kurz teleportieren und gucken, ob die Himmelsfackeln fertig sind. Aber teleportieren brauchen wir sie eigentlich gar nicht, oder? Einfach hochfliegen. Vielleicht noch mal ganz kurz hier zum Altar hochgehen und dann kurz noch mal Mana aufladen und dann rüberfliegen. Dann können wir auch noch mal Wasser auftanken.
Warum ist da noch ein Ausrufezeichen? Wegen den beiden Sachen, oder was? Aber wir haben keinen Quest mehr von Striege. Weird. Ich nehme an, wir müssen die Himmelsfackeln einmal daneben stehen, damit das Spiel das mitbekommt, dass die schon fertig sind. Ich nehme es zumindest an. Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Vielleicht sind sie auch noch nicht fertig und wir haben noch nicht lange genug Zeit verbracht, damit sie fertig sind. So. Na, lass mal klettern. Und dann wieder springen. Wie weit sind die? Noch 19 Stunden, okay. Ja gut, wenn der noch 19 Stunden ist, dann ist das, was am schnellsten fertig ist, so bei 15 Stunden oder so, dann ist es wirklich noch ein bisschen Zeit. Wir haben bald Mitternacht, wir können also nochmal schlafen gehen. Aber, meine lieben Freunde, das und noch viel mehr sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr seid nicht so traurig, dass das Let's Play bald vorbei ist. Denn wir sind gerade gut dabei, alles zu lösen. Ich nehme an, dass danach nichts mehr kommt. Also vielleicht noch eine abschließende große Quest, und das als große Quest, aber eine große Sequenz mit einem kompletten Abschluss. Schauen wir mal, was da so auf uns zukommt. Aber ich glaube, der nächste Part könnte tatsächlich der letzte sein. Ich sage das jetzt, damit ihr euch schon mal darauf vorbereiten könnt mental, dass ich dann vielleicht noch mal ein Part nachrücke mit den Sachen, die ich so gebaut habe. Auch das kann ich nicht unbedingt versprechen, aber ich werde mal schauen. Das wird schon irgendwie. Alter. Da, wir haben da vorne ein richtiges Problem. Seht ihr das Wasser da vorne? Alter, was ist das? Was habe ich getan? Die armen Bäume, die sterben alle. Weil die geflutet werden. So, aber jetzt mal wirklich, meine lieben Freunde. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.